Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's! Servus miteinander, der Tom für Wiesengaudi TV und wir stehen hier neben dem Münchner Kindl. Servus, guten Morgen! Guten Morgen! Sag mal, ein neues Münchner Kindl, wie ist denn dein Name? Victoria. Victoria, schön, dass du zu Wiesen mit dabei bist. Ja, danke schön. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Das ist ja deine erste Wiesen Jahr. Ja, wie Kim? Erste Wiesen nicht. Also erste Wiesen als Münchner Kindl. Erzähl mal, wie kommt's und wie wird man überhaupt ein Münchner Kindl? Mein Papa ist Geschäftsführer von einer Melzerei und so haben wir die Verbindung zum Münchner Bier. Und dann habe ich mich beworben, weil meine Tante war auch schon Münchner Kindl, also die Schwester von meinem Papa. Und dann war das irgendwie so ein kleiner Kindheitstraum und dann habe ich gesagt, das darf ich gerne machen, ja. Und dann liegt es ein bisschen in der Familie auch, oder? Wenn du sagst, die Tante war das auch schon. Das ist ihr Gewand halt. Das ist ihr Gewand. Und ist sie heute mit dabei? Sie kommt in Schottenhammel. Okay. Sitzt an meinem Tisch, ja. Und was ist so dein Highlight oder was erwartest du dir von der Wiesn? Highlight? Mein Highlight sind eigentlich die schönen Tage mit meinen Eltern und natürlich das jetzt alles. Mein Herz schlockt schon die ganze Zeit. Das ist echt, ich freue mich wahnsinnig. Wenn du das alles hier siehst, auf was freust du dich eigentlich am allermeisten? Boah, das kann ich dann jetzt sagen. Das ist wahnsinnig schwer. Eigentlich, ich bin keinen dafür aufgewacht, wenn man denkt, oh Gott, es ist soweit. Ja, ich freue mich aufs Reiten, ich freue mich auf die Leute, ich freue mich nachher aufs Essen, aufs Bier, auf alles. Aufs Bier, da sind wir schon beim Stichwort. Das gefällt jetzt, genau. Sag mal, wie viel Maß Bier kann denn so ein Münchner Kindl trinken? Oh, so tagesabhängig. Also, nein, so viel. Minimum und Maximum, bitte. Nein, um Gottes Willen. Nein, normalerweise trinke ich vielleicht ein, zwei Mass, mehr oder nicht. Aber das klang da eh schon. Ja. Normal oder Radler? Mein Heid, glaube ich, mag ich ein Radler. Das ist auch tagesabhängig. Je nachdem, ich bin eigentlich ein Süße. Deswegen mag ich manchmal Radler und manchmal normal. Kommt drauf an. Und wenn du jetzt privat auf die Wiesn gehst, in welches Zelt gehst du am liebsten eine? Die Frage aller Fragen. Ja, das ist die Frage aller. Na, keine Ahnung, wirklich nicht. Alle Zelte sind gut, oder? Ich finde, jedes Zelt hat was. Es gibt ganz besondere Sachen und ich finde, dass man jedes eigentlich mal gesehen haben soll. Und ich bin nur in Arbeit, dass ich wirklich in jedem mal drin war. Weil es gibt ja immer wieder neue. Also, ich bin dran. Wie oft bist du jetzt auf der Wiesn als Münchner Kindl? Als Münchner Kindl dieses Jahr, glaube ich, dreimal. Okay, aber das hält sich ja nur in Grenzen, oder? Also das ist jetzt nicht, viele Leute meinen, dass ich jeden Tag draußen bin, aber soweit ich weiß, dreimal. Vielleicht wird es mehr, vielleicht wird es weniger. Okay. Aber und heute und morgen auf jeden Fall. Die Abschlussfrage, was wünschst du dir zu Wiesn 2016? Das wünsche ich mir. Gerne noch an die Zuschauer aber richten. Ganz leise, gell? Okay. Unter uns. Den Herzteil von meinem Freund. Okay, das gehen wir jetzt mal weiter. Das gibt's nicht. Also, dann drücke ich ganz fest die Daumen.